Jo, moin Leute, herzlich willkommen zu diesen Predictions der 75. NBA Season 2021-2022 Woche 21, Teil 3 von Teil 3. Los geht's. Heute um 2 Uhr Miami Heat gegen Minnesota Timberwolves. 102 zu 98 für Miami. Dann Chicago Bulls schlagen die Cleveland Cavaliers 132 zu 1. Dann San Antonio Spurs gewinnen knapp gegen Indiana Pacers 123 zu 122. Dann um 2:30 Uhr. Golden State Warriors verlieren gegen Milwaukee Bucks 100. 21 zu 132. Dann um 3 Uhr Utah Jazz gewinnen gegen Sacramento Kings 123 zu 119 nach Overtime. Dann um 4 Uhr Denver Nuggets gegen Toronto Raptors 121 zu 132 für Toronto. Portland Trail Blazers gewinnen gegen Washington Wizards 136 zu 111. Dann um 18 Uhr das Battle of New York, Brooklyn Nets gegen New York Knicks 112 zu 116 für New York nach Overtime. Dann um 20 Uhr Detroit Pistons verlieren gegen LA Clippers 121 zu 129. Dann um 2:30 Uhr Dallas Mavericks gewinnen in Boston, Boston Celtics schlagen zu Hause die Dallas Mavericks 123 zu 111. Dann um 23 Uhr Orlando Magic gegen Philadelphia 76ers 109 zu 99 für Orlando. Und morgen um 0 Uhr New Orleans Pelicans gegen Houston Rockets 123 zu 112 für die Pelicans. Dann Atlanta Hawks verlieren gegen Indiana Pacers 121 zu 125 nach Overtime. Dann wieder Overtime, Oklahoma City Thunder gegen Memphis Grizzlies 124 zu 122 nach Overtime für OKC. Und um 1 Uhr Phoenix Suns verlieren gegen LA Lakers 111 zu 118. So, das war's von NBA-Woche 21, Season 2021-2022, Woche 21, Teil 3 von Teil 3 mit den Predictions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergesst kein Abo, dann die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und ja, bis dann. Ciao.